Landwirt Praxistest. Ein Traktor, mit dem man gerne arbeitet. So lautet das einhellige Urteil unserer Testfahrer über den Valtra N154. Ausschlaggebend ist das neue Bedienkonzept. Doch der smarte Finne hat noch deutlich mehr zu bieten. In einem umfangreichen Praxistest haben wir ihm auf den Zahn gefühlt. Mit 6 Typen deckt die N-Serie einen Leistungsbereich von 105 bis 200 PS ab. Wir hatten das zweitstärkste Modell im Test, den N154 ED. Das E in der Typenbezeichnung steht für den Eco-Modus, das D für den stufenlosen Fahrantrieb Direct. Unter der Haube dieselt ein Vierzylindermotor von Eco Power. Aus 4,9 Litern Hubraum werden 150 PS mobilisiert. Bei schweren Zapfwellenarbeiten stellt die Elektronik automatisch 10 zusätzliche Pferdestärken zur Verfügung. An der Leistung gibt es nichts zu nörgeln. Sowohl in der Praxis als auch am Prüfstand der BLT Wieselburg konnte das Triebwerk überzeugen. Die Abgasstufe 4 wird mit SCR-Technik und einem Dieseloxidationskatalysator erreicht. Knapp bemessen ist der optionale 160 Liter Forsttank. Deutlich größer ist der Standard-Kunststofftank oder der 315 Liter Großtank. Unser Testkandidat war mit dem stufenlosen Direct-Getriebe ausgestattet, das es bei Valtra seit etwa 10 Jahren gibt. Es spielt alle Stücke, die man von einem modernen Stufenlos-Traktor erwartet. Die Geschwindigkeit lässt sich wahlweise über den Fahrhebel auf der Armlehne oder über das Fußpedal regeln. Auch die Hydraulikausstattung kann sich sehen lassen. Unser Testtraktor hatte die 160 Liter Load Sensing Pumpe an Bord. Im Heck verbaut Valtra bis zu 7 Steuergeräte, die beim Direct-Modell elektronisch angesteuert werden. Bei der Hubkraft im Heck haben unsere Messwerte sogar die Prospektangaben des Herstellers übertroffen. Bravo! Kommen wir zur Kabine. Ein sehr leiser und komfortabler Arbeitsplatz, nicht zuletzt wegen der serienmäßigen Vorderachs- und Kabinenfederung. Ein Highlight ist die Rückfahreinrichtung Twintrack. Für die Umstellung von Vorwärts- auf Rückwärtsbetrieb braucht man nicht einmal 10 Sekunden. Mit der neuen Smart-Touch-Bedienung lässt sich der Traktor in Schubfahrt genauso einfach steuern wie vorwärts. Smart-Touch umfasst alle Traktor- und Gerätefunktionen und ist komplett in die Armlehne integriert. Das 9 Zoll Touchscreen Terminal bedient man wie ein Smartphone. Einfach wischen und tippen. Sehr intuitiv. Sogar das Putztuch für das Display liefert Valtra mit. Gefallen hat uns auch der neue Multicontroller. Er liegt gut in der Hand und hat unterschiedliche Tasten und Wippen für alle Funktionen, die man bei der Arbeit braucht. Viele kleine Details wie die elektrisch verstellbaren Außenspiegel, der bequeme Beifahrersitz, die hochwertige Verarbeitung und das ansprechende Design runden den guten Gesamteindruck ab. Das alles hat natürlich auch seinen Preis. Unser gut ausgestatteter N154 ED kostet 193.136 Euro inklusive 20% Mehrwertsteuer. Den ausführlichen Testbericht mit allen technischen Details und Ergebnissen findet ihr in der Landwirt-Ausgabe 17/2018.